Ja, die ist vorfertig, die Strecke, die wir hier von der Seite. Die ist nicht gewohnt, ganz allein zu sein. Und du hör auf, die Ronja da von Nervenschirm. Die Ohren anzulegen, ich weiß, du musst dich nicht mehr dran gewöhnen, dass sie hinter dir hergeht. Da, Ronja. Schön, da. Guten Dank. Komm schon, hopp, die Wetter. Ronja ist immer wahnsinnig brav. Und sie das hat für dich. Aber das war sie schon immer. Nein, Mats. Super. So. Steh. So. Ja, und du glaubst, du kannst fressen, gell? Nee, nee, nee. Die Schnecke ist übrigens rotzig, glaube ich. Die hat nämlich im Gegensatz zu sonst immer heute schon rum seine Mähne geknabbert beim Fressen.